Hallo, 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 hier ist ein neuer Sportvlog. Heute sind wir wieder in Walterstadt und spielen Squash. Der Todd ist da und der Henning ist auch da. Und wie du immer. Bist auch da. Achso, ich bin auch da, genau. Und ich wollte schon sagen, wie immer, am Anfang quatschen sie nichts, aber dann kommen sie langsam aus sich raus. Aha. Ja, ich habe einen neuen Schläger, der liegt schon da hinten, ja. Da ist er. Da, wo ist er? Da. Da ist er irgendwo. Ja. Und den da, den habe ich jetzt ganz neu und damit werde ich den Todd mindestens mal weghauen. Den Henning eh, ist kein Problem. Aber den Todd, den nehme ich mindestens ein Spiel heute weg. Das war mein großer Plan. Und dem Henning mehrere. Ist egal, also es geht gleich los jetzt hier. Ich laufe mich erstmal warm hier. Da waren die beiden schon. Ich laufe mich hier warm, damit ich mich hier nicht zerre. Gleich beim Spiel. Weil seitdem ich die Sportvlogs hauptberuflich mache, wäre das eine Katastrophe, wenn ich mich zerre. Also, gleich sehen wir uns beim ersten Spiel. Gegen Todd wahrscheinlich, weil der Sieger spielt immer weiter. Wie viel steht's bei euch? Wie viel steht's? 5? 5 für den Todd und 4-0. Okay, ja gut, dann wird der Todd gleich gegen mich spielen, alles gut. Gucken wir mal. Geht der Fett weg. Obwohl, ist ja ganz schön viel. Der Todd hat schon ein Spiel gemacht, hat jetzt 9-0 gewonnen gegen die Flachpfeife Henning. Aber jetzt bin ich dran und jetzt werde ich den Todd aber sowas von vom Platz bügeln mit meinem neuen Schläger, aber hallo. Ich muss jetzt erstmal die Nase putzen hier, der Todd. Komm bei jetzt hier. Ja. Ja, okay. Das erste Spiel ging 9-6 aus, aber das heißt noch lange nichts. Ich krieg die Sau noch. Ich habe gesagt, ich nehme ihm ein Spiel weg. Ein Spiel. Das war ein bisschen der Weihnachtsspeck. Im Gegensatz zu ihm habe ich auch noch 6. Deswegen bin ich ein bisschen konditionell. Ehrlich? Ich bin schwanger! Ich bin schwanger! Noch macht der Witz über den Dicken. Aber solange der Dicke schneller ist als er, was mache ich mich rum? Selbst mit Blau und so, weißt du? Naja. Ja, was soll er machen? Komm. So, das Spiel ist vorbei. Ich habe gegen Todd schön geführt, aber dann irgendwie doch nicht hingekriegt, das ganze Scheiße. Der ist schon ganz gut. Und der Henning hat 7-0 geführt. Und ich habe es fast noch geschafft. Fast. Aber das nächste Ding ist auf jeden Fall mir. Egal wie, das nächste Ding ist mir. Puh, ich bin heiß. Neue Schläger ist gut. Der passt, der sitzt gut in der Hand. Und der haut die Dinger raus, als würde es von selbst gehen. Oh, da war ein. Boah, da war noch ein Schläger, Mann. Oh!
0 zurückgelegen. Es stand 8:8. Und leider hat der Henning noch 10:8 gemacht. Sehr gut. Scheiße! Die einzige Motivation ist, das Ding mal zu gewinnen, dass der nicht so Sprüche hier abklopft. Ja, Henning hat natürlich verloren, ist ja klar. Ne? Henning ist heute voller Loser, obwohl er gegen mich gewinnt. Ist auch doof, ne? Ist komisch irgendwie. Henning ist voller Loser, obwohl er gegen mich gewinnt. Ist doof, ne? Irgendwie. Aber jetzt spiele ich gegen Todd wieder. Was sagt er? Wie viele Spieler hast du gewonnen? Ist doch scheißegal jetzt. Auf jeden Fall werde ich... Das ist die Definition von Loser an der Stelle. Jetzt werde ich auf jeden Fall gegen Todd mein bestes Squash zeigen. Martina Navratilova. Das Problem ist, der hat Witz über Dicke gemacht. Jetzt kriegt er sie. Ich bin schwanger. Ich werde dir mal schwanger um die Ohren hauen. Also los geht's. Du kriegst jetzt schön schwanger um die Ohren gehauen, du. Der arme Kerl ist verletzt. Ich hab mir Ellbogen wehgetan, ganz schlimm. Aber ich habe trotzdem durchgezogen. Guck mal hier. Der steht ab. Innerlich blutet der. Zwei Spiele in Folge gewonnen. Gegen Todd und gegen Henning. Wie geil ist das denn? Jetzt brauche ich die Eistonne, weil ich bin komplett im roten Bereich. Nochmal schaffe ich das bestimmt nicht, aber das war schon mal ein Highlight des Tages. Sehr geil. Puh. Das war heute das Squash in Walterstadt. Wir haben uns alle verausgabt. Am meisten hat heute leider wieder der Todd gewonnen, dummerweise. Eins verloren? Gegen dich, ja. Gegen mich verloren, okay, alles klar. Henning, wie viel hast du gewonnen? Ich will heute nicht mehr. Ja, das war das Squash heute in Walterstadt. Ich sage Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Gute. Bis dann.